Hakuna Matata, Muchachos! Und sein herzlich willkommen bei der wohl letzten Folge von Spooky's House of Jumpscares. Ich habe mir gerade nochmal einen leckeren Tee gemacht, um einfach ein bisschen runterzukommen. Den werde ich wahrscheinlich die ganze Folge über gar nicht anfassen, aber der Wille zählt ja. Wir sind jetzt in der Raum 900. 100 Räume sind noch übrig. Ich hoffe, die Windeln sind neben euch. Die Axt haben wir in der Hand. Und am besten nimmt euch gleich eine ganze Familienpackung Windeln. Denn jetzt wird wahrscheinlich losgespritzt. Und nicht falsch verstehen, losgespritzt. Das sind doch jetzt wieder die Ersten, die falsch denken. Ich bin gespannt, ob ich recht habe, ob es irgendwas mit diesem Notizenmann zu tun hat. Oder ob es doch einfach... Ich muss den Thema irgendwie ein bisschen weiter wegstellen, sonst schütte ich mir den gleich noch über den Schoß. Dann laufe ich hier mit Verbrennung rum. So waren wir. Ja, ob das der Notizenmann ist oder ob es einfach ein Ende ist, wo man vielleicht selber stirbt. Und ich will wissen, ob alle Monster auf einmal kommen. Das wäre so gestört. Das wäre... Mir wurde erzählt. 1, 2, 3, 5. Da, ich lese ja die Kommentare immer schön durch. 1, 2, 3, 5. Dass wir das gleich in irgendeinem Automaten eintippen können. Ich weiß aber nicht, was dann passieren soll. Bis dann habe ich es eh schon wieder vergessen. Recht? Oh, please. Oh. Hä? War ich? Na, oh, geht doch. So, in einem Raum kommt das Monster. Oh, fuck. Wir sind also jetzt schon da. Research Report 1. Oh, naja, ich will sowas mir gar nicht durchlesen. Und es ist verdammt dunkel. Heine Witzka. Ich hoffe, mir springt da nichts entgegen. Oh, nee, und das... Oh. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, dass ich die ganzen Forschungsdokumente jetzt nicht durchlese. It's too dark to see. Das heißt, ich brauche vielleicht noch eine Flashlight. Wir müssen uns hier erstmal wirklich durch... Ach so, wir sind hier unter Wasser wirklich. Nette Sache. Und wir schaffen diese Runde wahrscheinlich nicht, ohne einmal kaputt zu gehen. Oh, fucking yeah. Hier haben wir schon. Ein bisschen oldschool natürlich. Research Report, bla bla bla. Das heißt, uns wird gleich ein Wal verfolgen, oder? Sehe ich das richtig? Nochmal ein Research Report? Nee. Wenn ich nicht lese, dann weiß ich auch nicht, was kommt. Das macht es dann doch noch viel spannender. Und jetzt kriege ich schon wieder hier Gänsehaut, weil ich nichts sehe. Und wenn mich gleich irgendwas anjumpt im Dunkeln, da komme ich doch her, oder? Dann kreische ich wie ein kleines Mädchen. Wir müssen jetzt, glaube ich, dahin, wo gerade stand, dass es zu dunkel ist. War das hier? Eins. Zwei. Drei. Geht gar nicht. Muss ich vielleicht doch hier irgendwie die ganzen Sachen durchlesen? Was steht denn da? Komm, beweg dich! Nö. Da stand nichts von der Zahl. Da muss hier irgendwo so ein Zettel rumliegen wahrscheinlich. Oder ist hier irgendwo noch... Hier vielleicht? War das der Raum, der zu dunkel war? Da war aber kein Zahlenschloss. Hm! Ist wahrscheinlich immer noch, ja. Okay, es muss hier sein. Es muss irgendwas hier sein. So, da steht ja Auszug 4132. Das ist vierstellig. 4132. Vielleicht ist es ja wirklich diese Kacke. Wäre zwar mies unlogisch, weil es ja eigentlich nur Auszug heißt, aber das ist die einzige Zahl, die wir reinhauen können. 4, 1, 3, 2. Ist das dein Ernst? Das hat echt geklappt? Lol. Gerade hat die Tür geklingelt, deswegen musste ich kurz rangehen. Deswegen kurze Zeit ein bisschen Tee zu trinken. Und wir machen gleich mal weiter. Wir haben jetzt einen Schlüssel. Und es war ja, glaube ich,
einen Raum, der abgeschlossen ist. Alle anderen waren irgendwie kaputt. Broken, okay, der war kaputt. Ah, waren wir schon drin? Der hier vielleicht? Auch broken, okay. Auf die andere Seite. Es war bestimmt einer von denen hier. Nee, auch nicht. War es der hier? Auch nicht, dann war es der auf der anderen Seite. Okay, auch nicht schlecht. Ja, Mann. Das sieht doch gut aus. Water Pump Control. Und jetzt schön... I hear a girl or an animal or something singing to me, pleading that I come outside my locker room and let the sweeping waves comfort me. Oh oh! Papa Papa? Für Papa Nappa? Okay, wir können durch. Nice! Oh fuck, es wird ja immer noch, ist ja immer noch gruselig. Okay, was jetzt? Okay, das Spiel ist echt fucking abgefuckt. Ab durchs Wasser. Ist hier irgendwas? Nee, okay. Oh, bitte kommt jetzt nichts. Durchs Wasser. All the stuff is gone, only I remain for no purpose. I remain here, resisting the call from behind the sealed door, but I will remain as long as I can. Don't open that door! Ich will die Tür auch gar nicht öffnen. Aber ich muss! Ich muss ja durch diese scheiß tausend Räume. Dann gehen wir durch, komm. Eier zusammenkneifen. Okay. Dann gleich erst gleich Eier zusammenkneifen. Irgendwo auf dem Boden? Bestimmt. Okay, jetzt heißt es Schlüssel suchen. So, wie gesagt, die Kisten, auf denen können wir uns lol, Notfall in Sicherheit bringen. Da ist er schon. Der war doch da vorher nicht, oder? Und jetzt. Oh shit. Ha! Ich will nicht... Ich will nicht rumgucken! Ich will nicht rumgucken! Ho! Ho, lalalalala! Komm! Das Ding ist langsam. Das Ding ist todeslangsam. Was? Wir müssen jetzt 100 Räume so überstehen? Leck mir die Nille. Wie knapp war das bitte? Ha! Oh. Come on! Oh! Wo? Schneller, schneller. Oh, bitte nicht. Nicht die ganze Zeit. Wahrscheinlich nur einmal kurz erwischen, dann war's das. Oh, nee. Okay. Step by step. Konzentration. Oh ja, das sieht gut aus. Oh, leck mich! Okay, wir sind nicht sofort tot. Oh. Huh. Ich dachte, wir sind direkt tot. Zum Glück nicht. Was für ein Shit, ey. Wann kommen wieder die normalen Räume? Obwohl die eigentlich ganz heiß aussah, ne? Vielleicht sollen wir
Einfach den mal kennenlernen. Vielleicht ist sie ja gar nicht so böse. Und durch. Oh, das ist... Oh. Hoch, hoch, hoch. Oh, zum Glück. Durch. Please, Game, wie viele denn noch? Es kam aber kein Jumpscare mehr. Oh mein Gott, da waren so viele Räume. So viele. Safe. Okay, ich glaube, wir brauchen gar nicht immer nach hinten schauen. Einfach konzentriert nach vorne. Hoch. Einfach ganz... Am Anfang muss man schnell sein. Easy, Mann. So ist doch easy. Okay. Got you. Einfach immer auf die Ausdauer achten. Also so ist das echt easy flockig. Wenn das wirklich nur diese Ariel die Meerjungfrau ist, dann ist das easy schaffbar. Da muss das Game wirklich jetzt schon mehr bieten. Und wir sind einfach so hardcore konzentriert. Ich will keinen Fehler machen, dass ich das nochmal von vorne machen muss. Auch wenn sie nicht so viel Damage macht. Ist sie weg? Ich vertraue dem nicht. Ja, Mann. Okay, jetzt kann ich mich wieder normal gruseln. Und die letzten 70 Räume. Oh, fucking yeah. Und dann haben wir endlich fucking nochmal 1000 Räume durchstanden. Und ich habe dieses Gehirnpasswort habe ich eh schon vergessen. 1, 2, 3, 5, war das das? 1, 2, 3, 5? Ich werde es mal ausprobieren. Und jetzt können die Jumpscares wieder kommen. Dabei stirbt man ja nicht, dabei sterbe nur ich, aber mein Charakter. Den juckt das ja gar nicht. Deswegen einfach hier marschieren, marschieren, marschieren. Ist auch gerade kein Monster hinter mir her. Ist noch geiler. Und ich kann euch ja jetzt schon mal verraten, was als nächstes kommt. Als nächstes habe ich vorgenommen, Among the Sleep zu zocken. Ist auch noch ein ziemlich, ja, storylastiges Horrorspiel, was auch nicht Hardcore Psycho-Horror ist. Und darauf könnt ihr euch schon mal freuen. Wer hat das Brot? Schnauzen! Gleich die Hälfte geschafft und wir sind noch nicht eingejizzt. Also, nee. Nicht heute, Mister. Nicht heute. Also das einzige Übel sind jetzt wirklich noch die Leute, die einem hinterherlaufen. Am schlimmsten wäre jetzt wirklich der Penismann, die Frau, die alle Türen verzaubert, dann vielleicht noch der Ziegenmann, der auch noch nebenbei alle Türen verzaubert, sodass man gar nicht mehr weiß, wo es lang geht. Aber das ist hier gerade ein Run? Es scheint so. Warte mal. Ist ein harter Bass. Irgendwer ist wieder wahrscheinlich hinter uns her. Harter Bass. Ich will eigentlich gar nicht nach hinten schauen. Das wäre ein Fehler. Rush it to the limit. Okay, wir sind safe. Alles safe. Nicht Höschen nach... Bam. Die Kakaotasse kriegt direkt eins drauf. Der hatte wahrscheinlich was in der Hand, aber das war... Guck mal, ich erschrecke mich mehr bei sowas, als wenn da so ein richtig krasses Horrorgeräusch kommt. Das ist ja schon mal irgendwie das Komische dabei. Und da ich die ganze Zeit so dazwischen laber, ist mein Gehirn voll im Laber-Modus und nicht im Erschreck-Modus. Was mir eigentlich ganz zugute kommt. Wenn man das Spiel, glaube ich, ruhig spielt und nicht die ganze Zeit nebenbei labert,
dann hätte ich mich hier bei jeder Kacke hier wirklich eingejisst. Und es sind nur noch 25 Räume. 25! Ich muss sagen, die waren recht easy. Die Unterwasserwelt hat mich auch nicht umgebracht. Oh oh, okay. War nur ein bisschen komisch, dass man immer von Kiste zu Kiste jumpen musste. Aber sonst, letzten 19 Räume, hat sich das nicht bewahrheitet, dass dass alle Monster auf einmal kommen. Ich glaube, das wäre auch ein bisschen zu crazy. Aber trotzdem hätte ich es gefeiert. Und der Puppenspieler und der Penismann bleiben auf jeden Fall mein Favorit bei diesem Game. Außer, jetzt kommen hier in den letzten 10 Räumen noch, in 10 Räumen noch so ein Special. Was ich aber nicht glaube. Also, konzentriert hier bei der Sache bleiben. Und dann läuft das. 10 fucking Räume noch. Und jetzt können wir wieder Counter machen. 8. Dann haben wir das Spiel durch. Wer hat das Brot wieder? Wie oft soll ich denn da noch schnitzeln? 7. 4. Fucking. 5. Für 5 Räume kann man noch einen Speicherpunkt? I just realized that I never had a mentor for... Das hatten wir auch schon. Okay, Muchachos, wir machen hier keinen Break. Wir ballern das jetzt durch. Okay, letzten 5 Räume. Brauchen wir jetzt 5 Windeln oder ist das hier jetzt wirklich die letzten 100 Räume hier? Larifari, haben sie dann mal schnell fertig gemacht. Let's do it! Okay! Wollen wir mal schön rein hier und ab geht die Luzi. Das ist zu einfach. Da stimmt irgendwas nicht. Das ist viel zu einfach. Water Supply. Was? Ich hab vergessen, den umzubringen. Und 1000. Exit. Ja, Mann, wir haben's. Nein, das kann mir keiner erzählen. Das ist zu schön, um wahr zu sein. Ich vertraue dem Ganzen nicht. Wo ist hier? Ich will wieder rein. Ich will wieder rein. Ich kann nicht wieder rein. Wo muss ich hin? Oh oh. Gleich kommt doch ein Jumpscare, oder? Game, don't hate me. Nein. Oh! You made it. Ich hab's gemacht! Congratulations, I guess. Ja. Was willst du von mir? Nein, du kriegst keine Umarmung. So now you must pass one final test. Prove your fortitude or dedication. I'm sorry. Letzter Test? Wie? Och nö. Och nö. Oh, ein schmaler Korridor. Ist das Käse. Okay. Wir können nicht da hinten rein. Okay, jetzt öffnet man die Türen so. Ist auch cool. Wie? Oh, fuck. Okay. Der Endboss. Nice, es gibt sogar Endboss-Fight. Ja, Mann! Kann ich ihn schnetzeln? Das war ein Nein. Oh. Okay, das sind kleine Dekos. Einfach weghauen. Was kommt als nächstes? Er muss... Ja, Mann, das ist ja richtig crazy. Nein. Kriegst mich nicht. Wann kommt der Schlong denn mal runter? Oh, oh, ich glaube, da sollte ich nicht reingehen. Ne, war ganz gut so. Ich glaube, mach ich gerade schon so Damage? Das war die Faust Gottes, Mann! Und wieder Dekos! Feuerbälle. Das wiederholt sich. Das heißt, ich muss ihn, glaube ich, nebenher noch attackieren.
okay, bringt nicht ganz so viel. Okay, weiter in das Überleben. Okay. Gib ihn, gib ihn, gib ihn! Ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Okay. Die hauen ja schon hardcore drauf. Warte, kann man die vielleicht zurückschlagen, die Feuerbälle? Dann wäre das ein bisschen so wie Zelda. Versuchen wir gleich mal. Okay, nicht möglich. Vielleicht übersehe ich hier irgendwas. Ich übersehe. Ich gebe mir ja schon ordentlich auf die Eumel. Muss ich... Ich versuche gleich nochmal so einen Feuerball zu werfen. Bam, bam. Ich will mich davon auch nicht treffen lassen, das ist das Ding. Bam! Jawohl, es geht so! Okay, okay. Bloß wir müssen mit allen drei dann treffen. Komm, do it! Die habe ich... Oh, das ging fast ins Auge, aber jetzt wissen wir, wie es geht. Okay, die Hand nur noch. Und dann werden wir ihn schnackseln. Und jetzt. Gib mir deine Bälle, Mann. Oh, stirb, Mann, stirb. Okay, da haben wir ihn aber ordentlich gegeben. Okay, die Dinger können wir auch easy ausweichen. Jetzt haben wir ihn am Sack. Hier, den hast du gleich nicht mehr da oben. Jetzt kommt die Hand, glaube ich, erstmal wieder. Ja, aber der ist auch easy zu dodgen, Mann. Jetzt kommen die zwei Dekos wieder. Bam, bam. Und jetzt, gib mir deinen Feuerball. Und jetzt wirst du rasiert, Mann. Bam, 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 bam. Penetriert, rasiert. Damit können wir, glaube ich, nichts machen, oder? Können wir da auch attackieren? Ne, ich glaube nicht. Müssen wieder auf den Feuerball warten. Also hat sich das Spiel ja schon was bei gedacht. Und das Ding ist immer, wenn der Endboss immer seine Attacke wiederholt, dann stimmt irgendwas nicht mit Chachos. Regel fürs Leben. Dann habt ihr irgendwas übersehen. Und du wirst weiterhin rasiert, Mann. Bam, 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 bam. Hab ich vielleicht irgendwas noch vergessen? Ich glaube nicht. Das Einzige, was ich machen kann, ist ja ihn so rasieren. Oder vielleicht muss ich unter ihm sein, was das angeht. Mach ich gleich auch nochmal. Und das hier vielleicht auch. Oh. Drei Dinger. Okay, nee. Das macht schon ein bisschen mehr jetzt. Oh, oh. Schnetzel, bitte. Jetzt müssen wir wieder ein bisschen konzentrierter bei der Sache sein. Ja. Da kommt schon eindeutig mehr hoch. Bei der Faust müssen wir jetzt auch aufpassen. Da kommen nämlich mehr Dekos. Man sieht kaum mehr was. Eine zweite! Eine dritte! Oh fuck! Schnetzel! Boom, 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 boom! Haben wir ihn? Oh, hat sich das Spiel aufgehangen. Bam! Padam! Ich hab's geschafft! Ja, das war bestimmt interessant. Bad Ending? Ist man jetzt sozusagen... Also man ist selber also so eine Spezies dann in diesem Konstrukt. Und da man ja sozusagen der Beste ist, ist man dann, denke ich mal, auch auf der höchsten Ebene. Aha! Mabossa hat's durchschaut. Schauen wir uns mal eben hier die ganzen Sachen. War an sich ein richtig cooles Game.
Ich finde es auch super, dass wir das durchgespielt haben. Wir haben es durchgezogen bis 1000 Räume, haben den Endgegner wegrasiert. Und wie jedes Horrorspiel hat das natürlich auch kein Happy End, sondern es ist rausgekommen, dass wir wirklich nur einer dieser Spezies sind, in diesem Raumwald, würde ich mal sagen. Wenn euch dieses Projekt gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und wir sehen uns dann beim nächsten Horror-Thema oder was auch immer wir machen werden. Als nächstes kommt auf jeden Fall Among Us Leben, freut euch drauf. So.